Innovationen begleiten die POR seit über 155 Jahren. Das macht uns aus. Für uns bedeutet das Innovationen von der Baustelle für die Baustelle. Immer mit dem Fokus auf Mehrwert. Unsere Porianerinnen und Porianer haben daraus eine Erleichterung ihres Arbeitsalltags. Wenn eine Problemstellung oder eine Innovationsidee zu uns kommt, ermitteln wir mit der Design Thinking Methode und in der Kombination von Lean Innovation den Status Quo. Und erst dann gehen wir in die Lösungsfindung. Von Themen, die heute in der Form noch gar nicht gemacht werden, bis hin zu Softwareentwicklungen und Lösungen, die es am Markt schon gibt, die wir aber passend für unsere Anwendungen in der POR zusammenführen müssen. Eine der Entwicklungen aus dem Innovationsmanagement ist Krachoi. Krachoi steht für Crane Hook Identification und es ist ein Innovationsprojekt der POR gemeinsam mit Liebherr. Gemeinsam entwickeln wir ein System, der mit Hilfe der Kräne Bauelemente identifiziert. Dadurch wird eine passive Baudokumentation erzeugt, aber auch die Kranarbeiten werden digitalisiert. Krachoi ist aktuell mit zwei Prototypen auf unserer Baustelle am Leopoldquartier im Einsatz und wir testen die technische Möglichkeit, das mit Holzverbundelementen zu verbinden. Der Prototyp hängt an der Kranflasche. Ein graues Kästchen mit ein paar Stangen dran, macht gar nicht viel her, soll es auch nicht. Die Technik steckt nämlich drin. Es kommuniziert passiv mit den RFID-Tags, die wie so kleine Pflaster an allen Bauteilelementen angebracht wurden. Hier habe ich zum Beispiel eins. Die werden an den Elementen angebracht und es funktioniert durch die RFID-Technologie. Und was das heißt, ist, dass Sichtbarkeit keine Rolle spielt. Wenn es dunkel ist, wenn Staub drüber liegt, wenn der Transporter verdeckt ist, funktioniert das System trotzdem. Etwas ganz Besonderes von Krachoi ist, dass es ein Innovationsprojekt ist. Was das heißt, dass wir als POR gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern uns trauen, Produkte zu testen oder Ideen zu testen, bevor die reif sind. Wir leben dem Prinzip schnell testen, sodass wir uns wirklich an die ganz besonderen Bauprozesse anpassen können. Das heißt, Krachoi ist nicht fertig, sondern Krachoi wird durch den Testen und durch den Input der Baustelle fertig. Krachoi ist heute noch in den Kinderschuhen, aber wir haben ganz viel damit vor. Erster Schritt, ein passives Dokumentationssystem. Zweitens wäre eine Art Navi für den Kranfahrer, dass der ein Unterstützungssystem hat. Und der dritte wäre Richtung Automatisierung der Kranarbeiten. Das ist nur eins unserer vielen Projekte im Innovationsmanagement. Bei allen gilt immer unsere Mission: Innovationen von der Baustelle für die Baustelle.